Herrgott, Hattie, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Das hat gesessen. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel, und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich Liebe empfinde. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Gut, er hat noch mal die Kurve gekriegt und schließt sich den Assassinen an. Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab, ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Aye, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Allerdings, er ist nicht mehr so geldgeil. Oh, neues Spielzeug. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Alarm. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Los geht's. Gut, Wurfpfeil. Damit können wir Feinde an Bäumen aufhängen. Das können wir ja aus Teil 3. Nicht schlecht, dass es diese Waffe hier wieder gibt. Komm. Alles klar. Jetzt halten wir den Angriff erstmal auf. Kommt, meine Brüder! Zum Strand! Ja! Auf geht's, zum Strand! Mann, ist Atabai schnell. Verdammter Urwald. Na, Edward, folgt mir nach. Verdammt! Die metzgern hier unsere Brüder nieder. Da hängt schon einer. Vielleicht kann ich den nächsten aufhängen. Mist. Dabei hat noch immer Probleme. Komm daher jetzt! Aufgehängt. Wie ein Stück Fleisch. Komm her! Auf den Boden mit dir! Und jetzt stirb! Sehr gut. Das hat funktioniert. Die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Komm her! Erledige ihn, Dabei! Na gut, dann mache ich das. Verdammt, ich muss sparsamer sein. Ich habe nur noch 2 Stück. Bebrejos, muchachos, komm her! Und aufgehängt! Komm schon! Wer will die Klinge mit mir kreuzen, du? Jetzt kämpfen wir Seite an Seite! Atabai, hätte ich ja niemals gedacht, dass das noch zustande kommt! Komm schon! Schön in die Eier! Und jetzt... Ah, Mistkerl. Ha! Und ein Tritt in die Fresse. Oh, der war schön. Ja. Oh. Komm her, du hässlicher Captain. Schmetzger dich in 2 Teile. Bist du schon noch mit dem fertig, oder? Weg mit dir. Zack, zack, so macht man das. Meisterassassine. So viele tot. So viele verwundet. Du hast recht. Besser ist, wenn wir uns noch ein bisschen bedeckt halten, oder?
Oh, verdammt. Komm her! Und tschüss! Richtig schön reintreten. Alles klar. Ja! Da haben wir ein paar Kugeln! Oh, 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 oh! Hallo! Lass deine Bomben liegen! Na! Oh, oh, weg hier! Okay. Weg mit euch. Ich verteile Kugeln. Du willst noch eine? Kannst du haben. Zack. Okay, jetzt packe ich die Schwerter aus. Zack, zack, zack. Und niedergeschnetzelt. Weg, Bombe. Oh. Drecksack. Töte ihn. Los, Ade. Was ist mit dem? Warum tötet denn niemand? Meine Kugel kannst du nicht wegrennen. Gut. Weiter, weiter. Hallo. Ja, zack, zack. Stirb doch, Mann. Hat aber viele Klingenschläge ausgehalten. Jawoll. Gehen wir mal schauen. Haben wir noch ein paar zum Aufhängen? Haben wir. Attacke! Na los, Freunde, lasst uns spielen! Ja! Der nächste bitte! Komm! Zu langsam! Zack! Kehle abgeschnitten! Hey du! Komm her! Zack! Auf den Boden mit euch! Boah! Ah. Er hat das Pulver fast hochgehen lassen. Drecksack. Noch mehr. Hört es auch endlich mal auf. Der Angriff ist ziemlich hart diesmal. Na! Na, wisst ihr was? Oh. Na, Mist! Verdammt, pack die Schwerter aus! Oh ja! Komm schon! Auf den Boden mit dir! Niedergestochen! Okay, ich hau ab. Ich muss auf das Schiff. Tut mir leid, ich muss noch ein Schiff bekommen. Oh oh. Tauchen, tauchen! Wir müssen den Captain eliminieren. Schön leise. Da ist der Kerl. Yep. Ja, zack! Das war euer Captain und jetzt kommt ihr dran. Oder die Mission ist beendet. Oh yeah. Kurz mal den Ruf der Assassinen wieder gerecht geworden. So sieht's aus. Und 100%. Yeah, fängt ja super an. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr.
Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Patch und der Rest. Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Innern? Tu ich. Teufel auch, ist euch. Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spion und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Canary. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Hm. Quartiermeister, wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Sehr schön, es geht nach Jamaika. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu erinnern. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie. Sie hielt große Stücke auf dich. Achte deshalb keine Sorge. Ah. Gut, das zu hören. Junge, Junge. Da drüben geht's ja ab. Segel, Bewegung! Alles klar, mischen wir mit! Und Feuer! Feuer! Jawoll, Mann! Feuer! Gleich nochmal. Zerfetzen wir ihren Rumpf! Feuer! Jawoll! Feuer! Feuer! Nochmal! Ejector hat Blut geleckt. Feuer! Ah. Jawoll! Feuer! Und noch einmal. Wir sind alle tote Männer. So. Feuer! Attacke! Feuer! Feindliches Feuer! Das andere holen wir uns auch. Macht euch bereit! Oh, Scheiße! Okay, raus aus dem... Oh. Shit! Shit! Feuer! Oh. Mist, verdammter! Feindliches Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Oh. Wir brauchen unbedingt das Holz von einem anderen Boot! Feindliches Feuer! Bereit machen zum Entern! Der Steuerkapitän gibt das Schild! Niemals! Los! Holt euch diese Schweine! Ein sauberer Tag, um ein paar Bäuche aufzuschlitzen. Ups, jetzt habe ich auf einen von meiner Crew geschossen. Wow! Langsam, langsam! Ach!
Vorwärts! Ja! Zack, zack! Ein schöner Tag zum Morden, meine Freunde! Zack, zack! Das Schiff fängt... Boah, was geht mit dem Schiff ab? Ja! Yeah! Wieder einer weniger! Komm schon her, auf dem Boden mit dir! Zack! Auf Wiedersehen! Boah! So ein Boot hatte ich ja noch nie! Dann würde ich mal sagen... Oh, Mist. Daneben. Mist. Ich muss nachladen. Ah, und jetzt kommst du mir noch in die Quere. Okay. Gib mir mal Rückendeckung. Ich muss nachladen. Boah. Die See ist ganz schön übel heute. Ah! Ah, der Captain! Ah, Drecksack! Ah, Hilfe! Alter! So schlimmer wie auf einer Achterbahn. Come on! Okay. Und das nächste Fass. Mist, daneben. Ah! Jawoll! Schluss mit lustig. Die Achterbahn endet hier. Nicht wirklich. Aber ich würde sagen, wir reparieren mal uns die unsere Jackdaw. Okay. Und dann nichts wie weg hier. Die Hunde klatschen weg! Ja, die können wir fertig machen. Die sind kein Problem, diese hässlichen Piratenjäger. Die können wir ohne Probleme fertig machen. Jawoll. Aber die anderen, die lassen wir jetzt mal besser. Boah! Ah! Weg hier! Vorwärts, vorwärts! Sehr schön, das Metall nehmen wir noch mit und dann hauen wir ab. Achtung, Edward! Diese Gewässer sind voller Feinde! Ja, ja. Abstand, Captain! Nimm den Mörser! Sie feuern, Sir! Wow! Verdammt! Oh, die treffen uns auch noch! Vorsicht, Vorsicht! Runter! Wir entkommen. Das sind zu viele. Das sind echt zu viele. Da können wir gar nichts machen. Oh, Junge, Junge. Die jagen uns aber noch. Die geben nicht so schnell auf. Okay. Jetzt sind wir weg. Wir sind entkommen. Ja, fette Beute haben wir ja kurz gemacht. Ein bisschen wenigstens. Gut. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Nach Kingston. Aber bevor wir nach Kingston gehen, würde ich sagen... Wir plündern noch ein bisschen was. Das ist gar nicht mal so schlecht hier. Hm. Hier gibt es ja sogar eine Schatzkarte. Schau an, schau an, schau an. Was gibt's hier? Das ist auch... wir könnten noch ein bisschen hier so ein bisschen Rohstoffe sammeln, weil wir haben ziemlich wenig, wenn ich ehrlich bin. Was ist hier? Was? Ein Assassinenauftrag. Dann würde ich mal sagen, machen wir eine Schnellreise dorthin und machen als erstes einen Assassinenauftrag. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht, dann dürfte ich auch bald alle Templerschlüssel haben. Schauen wir mal, ob man ein paar Sachen verkaufen kann. Und ein bisschen aufrüsten, weil ich habe gerade wieder bemerkt, wir sind ordentlich schwach. Ordentlich.
Lass mal Fracht verkaufen. Zucker. Verkauft. Sehr schön. Rum. Verkauft. Das werden mir die Männer zwar übel nehmen, aber was soll ich machen? So. So, jetzt schauen wir mal. Jackdaw upgraden. Rumpf, ich kann den nicht verbessern. Warum nicht? Mir fehlt die Kohle. Deswegen. Das ist natürlich echt blöd. Ich musste echt die Kohle irgendwie. Vielleicht verkaufe ich doch noch etwas. Und zwar die Jagdbeute. Boah, so ein Wildschwein. Das bringt zwar nicht viel, aber wenn ich das verkaufe, dann kann ich den Rumpf jetzt verbessern. Und das ist nämlich richtig wichtig. Jetzt fehlt mir wieder was. Ah ne, Rumpf. Hier. Jawoll! Sehr schön. Den Rumpf verbessert. Schauen wir mal, ob wir sie noch reparieren können. Nein, es gibt nichts zu reparieren, weil wir den Rumpf verbessert haben. Sehr schön. Okay. Das war jetzt hier ein Assassinenauftrag. Ich frage mich, wo der letzte Templerauftrag ist. Hier können wir wieder ein bisschen Kohle verdienen. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr jetzt wieder ein bisschen aufs Geld gucken, weil wie gesagt, es sieht echt schlecht aus. Wir haben ziemlich wenig Kohle und unser Schiff ist nicht so gut ausgerüstet für die nächsten Schlachten. Und ich habe zu wenig Geld. Toll. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und machen als erstes den Assassinenauftrag. Ein bisschen Kleingeld verdienen. Hey. Was ist denn heute los? Jumpt überall rum. Jetzt. So. Ein spanischer Söldner. Alles klar, dürfte kein Problem sein. Wo steckt der? Auf dieser Insel hier. Hier war ich sogar schon mal. Kann ich dann da ja super schnell hinreisen. Alles klar, machen wir das. Okay. Alles klar. Dann holen wir uns unseren Auftrag und verdienen so ein bisschen Geld. Auf der Insel waren wir ja sogar schon. Ist nur einer, ganz alleine. Hehehehe, wo ist er denn? Wo läuft er denn rum? Läuft er hier die ganze Zeit im Kreis oder was? Tatsächlich. Gut, dann warten wir eben. Bis er zu uns kommt. Na, da hinten. Er hat uns noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was er hier treibt, aber er scheint den Verstand verloren zu haben. Was ist denn so witzig? Hä? Yeah! Zack! Erledigt. Drecksack. Du hast mir ordentlich Geld eingebracht. Gut. Ein Deserteur gewesen. Ah, okay. Okay.